Ah, der ist halt schon gut länger, der Junge, ne? Ja, das ist schon. So, aufpassen, dass beim Videofahren nicht aufsetzt hinten mit der Tröte. Meinst du, der geht echt so weit hinten raus? Na, ein bisschen geht der hinten raus, aber nicht zu extrem. Aber der steht schon über, ne? Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Für ein nices Teil, ne? Ja, Material rot. Wichtig ist Leistung. Leistung. So. Hallo. Gestern bringt das direkt. Fangen wir mit dem Flansch an. Welchem Flansch? Hier, die Flansch-Situation. Die Flunsches. Also, das ist der Flansch von dem Auspuff, der auseinandergeflogen ist. Ja. Das ist der Flansch von dem Jolly Moto. Und Kraft seines Amtes wird der Flansch Daniel diesen jetzt aufdrehen. Mit der Drehbank. Drehbank! Hab ich eben gelernt. Danke. Der Flansch auf das Ding. Ja, muss ich erst die Drehbank gerade umbauen und einrichten. Ja, dann mach das mal. Okay. Mhm. Ah ja. So. So sieht es im Vergleich aus. Ist schon ein ganzes Stück größer jetzt. So, da kommt sie, da hat sie angerufen. Was ist das? Ist das eine Kamera? Ja. Ach, da liegt sie ja. Ich habe erstmal ein schönes Bild erstmal hier schön reingemacht. Sieht das nicht gut aus? Das sieht auf die Schnelle bearbeitet noch. Du bist ja wirklich ein Virtuose. Auf die Schnelle bearbeitet. Ein richtiger Grabel. Also Pascal, ich habe keine Ahnung. Pascal sagt 25. Ich berufe mich wieder darauf, was ich auch beim letzten Mal schon sagte. Ich kenne diesen Motor nicht. Ich weiß nicht, wie der gefummelt ist. Keine Ahnung. Kann ich wirklich. Ich sag 24. Tolle Zahl. Was ist denn los? 24. Ja, ich fühle mich auch etwas beobachtet. Ich sag auch 24. Was sagst du, Harzi? Ich habe 18 gesagt. Ja, aber ist ja blockiert, das wäre schlecht. Ja, ich habe keinen. Ich weiß ja nicht, wenn ich sag 25. Okay. Yeah.
Dennis ist gekommen mit 19,85 PS. Sind jetzt bei einer Radleistung von 2503 mit dem 172er Malossi-Zylinder. Müssen dazu sagen, der Malossi-Zylinder ist bearbeitet worden vom Vorbesitzer oder genau, wem auch immer. Also wie gesagt, wir wissen darüber halt einfach nichts, wie er bearbeitet wurde und dementsprechend ja, mussten wir halt, oder besser gesagt, ihr musstet halt ein bisschen ja, Vermutungen aufstellen, wie was bearbeitet wurde. Ja, aber gerade vor dem Hintergrund sind wir mit den 25 PS sehr zufrieden. Ja, definitiv. Ja. Als Auspuff haben wir jetzt, wie gesagt, den Jolly Motor verbaut. Der sieht geil aus, der klingt fein. Richtig. Ja. Und ja, das soweit vom Abstimmen. 25 PS, geile Leistung. Weiter geht's. Ja. Schon heftiger Unterschied. Ja. Also das ist echt krass, wenn er kommt, dann ballert er richtig los. Mega geil, Mann. Er klingt auf jeden Fall auch richtig gut. Ja, ne? Ja. Also viel drehzahlfreudiger. Also das merkst du echt. Also was? Einfach geil, ich würde am liebsten jetzt eine Stunde damit rumeiern. Du, fahr du vor mit dem Ding, ich fahre mit dem. Ja, nee, das nur als Auto von uns, alles gut geklappt, würde ich sagen. Definitiv. Der HC ist zufrieden, dann sind wir auch zufrieden. Motor alles gut geklappt, diesmal nichts auseinandergeflogen. Zum Glück, sagen wir mal. Ne? Ja, das war sicher nicht das Letzte, was man von uns gesehen hat. Wir bleiben in Kontakt, wir haben uns gut verstanden. Okay, das war's für den Moment. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao, ciao. Lange gerade. Alter, der hält konstant die Leistung, ey. Alter, der zieht in eins durch. Ohne Witz, ohne dass der auch nur eine Sekunde ansatzweise runtergeht. Das ist schon echt Wahnsinn, aber schade, dass mein Tacho nicht geht. Warum geht der denn nicht? Ich habe extra eine neue Tachowelle gekauft. Alter, abnormal. Geil. Also da haben wir mit Scooter Tech echt ein geiles Projekt umgesetzt.